Hallo, grüß euch. Ja, 2 Tage war Sendepause. Warum? Manchmal kommt das Leben dazwischen. Und ich habe keine Energie gehabt, dass ich da jetzt. So, klar. Hinter mir bastelt ich schon wieder Geschenkerl. Wir sind halt mit der Verpackung fertig geworden und. Ja, läuft. Habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen jetzt dann noch einen Willi abholen. Der war nämlich beim Doktor. Willi ist doch unser Verkaufsbus. Der hat jetzt einen neuen Auspuff gekriegt. Ja, und jetzt wollen wir ihn wieder heim. Und in diesem Sinne singe ich jetzt direkt einen Nudelblues, weil ich werde dann keine Zeit mehr haben. Denke ich mal. Ich entlasse euch. Bis hoffentlich morgen. Die besten Nudeln, das beste Pesto gibt's heute nur im Nudelnestl. Wuhu, Schubidu. Hallo, Servus. Es wird eins und es ist Freitag und es ist ein bisschen trübes Wetter. Trübe Tassenwetter. Aber wir lassen uns klar nicht vermiesen, weil bei mir zum Beispiel kocht jetzt nämlich gerade Suppen, weil es gibt eine Nudelsuppe. Ich habe noch ein bisschen Gemüsebrühe übrig gehabt von gestern, weil da hat es nämlich Grießnockerl gegeben. Und was ist für Grießnockerl der beste Grieß? Zeigen wir euch unser heller Dinkelgrieß. Unser heller Dinkelgrieß. Und zwar schaut der so aus. Also, das ist mein Schauglas. Ihr könnt aber auch super einen Vollwertgrieß, Dinkel Vollwert hernehmen. Der schaut dann so aus. Im Vergleich ist der helle und das ist der Vollwert. Und die gingen euch super, super auf. Also toll. Für meine Gemüsebrühe habe ich unsere Gemüsebrühe hergenommen. Da ist drin Zwiebel, 20% Meersalz, Karotten, Petersilie, eine Kräutermischung. Die besteht aus Schnittlauch, Lauch, Dillspitzen, Sellerieblätter, Paprika und Pastinaken. Außerdem ist natürlich Sellerieknolle drin und Liebstöckel. Das tue ich immer als Gemüsebrühe praktisch hernehmen. Dann salze ich noch mit zusätzlich, weil meistens geht mir ein bisschen Salz ab. Und diesmal habe ich noch, bei uns wächst das Maggi-Kraut draußen wie verrückt, das sind solche Stängel. Und habe da noch einen, so einen ganzen Stängel da reingeschnitten und das schmeckt dann richtig gut. Jetzt habe ich die Suppen auch ein bisschen verlängert und habe auch noch mal so einen Maggi-Kraut-Stängel reingeschnitten und da freue ich mich schon richtig drauf. Und ich mache jetzt noch dazu meine allerliebsten Suppennudeln, nämlich die Suppenspirale. Ich liebe die so sehr. Die sind so gut. Also für meine Suppennudeln sind einfach nur gut. Hallo, grüß euch. Heute ist Mittwoch. Mittwoch ist das allerschönste Wetter. Es ist richtig traumhaft draußen. Es ist halt so warm. Aber das brauche ich euch wahrscheinlich nicht verzeihen, weil ich schätze mal, bei euch ist ja wohl genau so. Ja, was haben wir heute gemacht? Heute war wieder Nudelverpacker angesagt. Heute war Backerl backeln angesagt. Und ich habe die ersten Entwürfe gekriegt von den Nudeletiketten, die ich nachmachen lasse, beziehungsweise auch für die neuen Sorten, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben nämlich zwei neue Sorten im Programm, bald. Wir sind am Trocknen, beziehungsweise wir sind noch ein bisschen am Tüfteln. Und es wird so, so gut. Ich bin richtig aufgeregt, weil das wird ganz speziell. Jetzt will ich euch aber eine ganz tolle sommerliche Nudel vorstellen, und zwar unsere Zucchini-Nudeln. Ihr seht da das Etikett. Und die grünen Sprenkel da, ist die Zucchini-Schale. Die Zucchini sind alle aus meinem eigenen Anbau. Wenn ich viel Zucchini habe, dann gibt es viel Zucchini-Nudel. Wenn ich wenig Zucchinis habe, dann ist es selber. Aber ich bin wahnsinniger Fan davon. Diese mittelbreite Bandnudelform, die ist halt auch super zum Essen. Die hat jetzt 5 bis 8 Minuten zum Kochen, die mittelbreite. Ja, und ihr seht jetzt eh, was dazu passt.
Fisch, Fleischgerichte, Cassus, ein bisschen Schwenken, Pesto Küki oder Tombolo. Natürlich passt auch die in einer Gemüsepfanne. Man kann eine Schinkennudel draus machen. Oder einfach. Vielleicht probiert ihr aber einen frischen Nudelsalat mit Dillnudeln. Da könnt ihr jetzt, wenn ihr zweckt, noch Garnelen mit rein tun. Also ein Schrimps Garnelen. Ihr könnt Thunfisch mit rein tun. Ihr könnt, was weiß ich, rein tun. Fischstabel. Oder einfach ein bisschen Wurst, wenn ihr zweckt. Oder vegetarisch mit viel Gemüse. Das schmeckt richtig schön nach Dill. Man sieht halt auch gut die ganzen Dillspitzen. Und in echt sind die ein bisschen grüner. Die Kamera verfeischt das Grün jetzt aktuell gerade. Aber sie sind so herrlich. Ihr könnt es auch zu einem Fisch essen. Ihr könnt es mit Käse essen. Ich habe es euch da nochmal dazu geschrieben. Na, schaut her. Ja, ein Nudelsalat mit viel Gurken. Etwas Pfeffer. Esst etwas Pesto-Pfeffer-Pixel. Ich kann schon gar nicht mehr reden, weil ich schon so sappern muss. Weil ich die Vorstellung schon wieder so toll finde. Mein Handy gibt gerade Warnlaute, weil es kaum mehr Akku hat. Deswegen singen wir schnell Nudelblues. Und dann geht's an die Steckdose. Das war's. Die besten Nudeln, das beste Pesto gibt heute nur im Nudelnest. Schubidu. Schönen Abend. Tschüssi. I'm going in for the kill. I'm doing it for a thrill. I'm hoping you'll understand. Yeah, but man, that was so fast. No privilege, but I had the option to never be stuck up. Einen wunderschönen guten Abend am Dienstag. Es ist 10 vor 5 Uhr und wir haben heute Pesto gemacht. Ich bin wieder in meinem Zauberoutfit. Wir haben heute unser Wulzmandel nachgemacht und das ist mal wieder köstlich geworden. Und am Freitag könnt ihr es auf dem Wochenmarkt in Füssing gern wieder probieren. Genau. Was gibt es sonst Neues? Nicht viel, wir haben gestern wieder produziert. Wir haben wieder Nudeln nachgemacht. Wir haben auch an unserer neuesten Rezeptur nachgefeilt. Das ist jetzt da, bevor ich jetzt gerade kurz habe. Und ich glaube, die wird es morgen Mittag mal geben, damit wir es nicht mehr probieren. Aber ich glaube, mein Gefühl sagt mir, wir haben jetzt die finale Rezeptur erarbeitet. Und wir haben einen neuen Wiederverkäufer mit an Bord, aber darüber reden wir Ende der Woche nochmal drüber, wenn sich derjenige seine Lieferung abgeholt hat. Ja, bleibt mit. Und ja, was gibt's denn sonst noch Neues? Wir planen schon wieder an der nächsten Nudelidee, wir feilen schon wieder im Kopf und Ideen gehen wir nicht aus oder uns nicht. Und wir planen noch was. Viel geplant wieder, weil ohne Planung ist ja wohl einmal nichts. Ja, und dann muss ich jetzt auch schon wieder nichts mehr. Weil ich muss jetzt tatsächlich auch schon wieder los. Von daher schnell Nudeln plus und dann schönen Abend. Die besten Nudeln, das beste Pesto gibt's heute nur im Nudelnestal. Wuhu! Schubidu! Schönen Abend. Führt euch gut.